Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. So, wir befinden uns hier noch immer vor dieser verschlossenen Tür, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe den Schalter beim letzten Mal ja noch nicht gefunden gehabt und hier geht's runter, da komme ich aber nicht wieder hoch. Ja, ich würde sagen, wir werden erstmal hier rüber latschen am besten. Ich weiß nicht, aber wenn ich hier runterfalle, muss ich wahrscheinlich nochmal ganz zum Beginn zurück. Deswegen würde ich das gerne erstmal vermeiden. Wow. Echt cool gemacht, die Höhle hier, die scheinbar kurz vor unserem Zusammenbruch steht. Deswegen sollten wir möglichst versuchen, dass wir hier heil aus der ganzen Angelegenheit herauskommen. Mal schauen, ob hier... Nein, ah doch, da ist ein Falmer. Inklusive Haustier in Form eines Schaurusses. So, und... Ach stimmt, ich habe ja nicht mehr... Der Drachenfall wirkt ja nicht so wirklich auf die normalen Gegner. Da sollte ich vielleicht mal wieder auf das Fußrotar wechseln. So, Moment, ich sollte mich mal eben aufheilen. Der Falmer scheint doch ein bisschen stärker zu sein, als ich jetzt gerade gedacht hätte. So, Moment, ich werde mal eben bei den Schreien jetzt auf das gute alte Fußrotar wechseln, auf die unerbittliche Macht. Das ist immer wieder schön. Und wow, der Falmer ist taktisch sogar jetzt ein bisschen nach hinten gerannt. Aber da kann er sich auch nicht vor meinem Finishing-Move hier schützen. Und wir werden ihn erstmal richtig schön in den Erdboden kloppen. So muss es sein. Es geht los, was geht los? Wow, um Gottes Willen, erschreckt mich doch nicht so. Zack. Okay, und die Leiche hier würde ich aber gerne nochmal durchsuchen. Nur ein normale Falmer-Helme hat er hier. Starkes Gift des langen Leidens könnte ich mitnehmen. Kann man eigentlich nochmal verkaufen irgendwann. Und so wie es aussieht... Ne, der Falmer ist gestorben. Okay. Ist er jämmerlich ertrunken da unten drin. Ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir nicht... Hier soll irgendwo noch ein Gegner sein. Ach, wie auch immer. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht schwimmen oder tauchen müssen, weil dann muss ich den Part an der Stelle beenden, denn... Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ich habe natürlich nicht diese Mod installiert, dass das Wasser durchsichtig ist. Jetzt sind diese scheiß Schaurus-Fliegeviecher auch noch hier. Oh Mann, ey. So, genau, die Schaurus-Jäger waren's. So, Moinsen, na? Alles gut bei dir? Falls ja, jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, wie viele kommen denn hier noch? Und ein Nachtschleicher ist da hinten noch mit dran. Moment, den... Zack! Oh, ich dachte gerade, der blockt jetzt meinen Schlag ab, aber nein... Wir können ihn wieder mal richtig schön fertig machen. So, ich werde mich mal direkt schnell aufheilen. Was man hat, hat man. Ja, so langsam werden meine Zaubersprüche, was die Lebensregeneration angeht, auch wieder ziemlich schwach, muss ich sagen. Da müsste ich mal schauen, ob ich irgendwo wieder mal ein bisschen was Besseres finde. Ein bisschen effektivere Zauber-Katria. Ich wollte eigentlich genau an den Schaurusjäger hier ran. So. Mal schauen, ob wir jetzt hier noch irgendwie was... Schönes finden. Ich höre auf jeden Fall noch was. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier noch irgendwie was gehört. Und dann war einfach so ein kleiner Schaurusjäger wieder hinter mir. Und wow, das war ja mal ein cooler Move von uns. Also heute bin ich scheinbar wirklich in Finishing-Move-Fieber. Das ist schon der dritte Finishing-Move beim fünften Gegner oder so. Oder sechster Gegner. Ja, schon kein schlechter Schnitt, möchte ich einfach mal jetzt behaupten. So, da geht's noch weiter. Das Tor lassen wir so. Hier ist noch ein weiterer Schaurus. Und noch ein Schaurusjäger. Aber nichts Interessantes mehr dran. Ich schau einfach erstmal hier. Da ist wieder ein weiterer Schaurusjäger. Und, oh, das ist sogar ein junger Schaurusjäger. Der, Moment, ich sollte vielleicht... Oh nein, ich bin vergiftet worden. Oh mein Gott. So, vergiftet heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie einen negativen Effekt auf Dauer habe, soweit ich das verstanden habe. Wir könnten ja mal eben schnell, ups, schauen bei den magischen Effekten. Aktive Effekte. Nö, steht nichts drin. Okay, sehr gut. Nicht, dass ich hier gleich schon wieder mehr irgendwelche Seuchen oder so einfange. Okay, nein, den wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, genau, meinen schönen Bogen. Ich glaube, wir gehen übrigens auch gerade vor. Falsch. Hier geht's wieder. Ach, das ist die Decke. Das sah gerade so aus, als ob da irgendwie schon Dingens wären. Hier komme ich nicht lang. Als ob das hier die Oberfläche wäre. Aber das hätte mich jetzt doch schon ein bisschen gewundert. So, was haben wir denn hier? Ich denke mal, dass es hier nur zu irgendwie einer
Truhe geht, aber irgendwie scheint sich hier keine Truhe zu befinden. Was ist... Oh mein Gott. Ja, da werde ich auch aufpassen. Hier ist auf jeden Fall... Oh, what the fuck, wo kommt denn der Fall mal her? Was denn? Der hat das widerstanden. Okay. Dann wollen wir mal schauen, ob er auch meinem Finishing-Move widerstehen kann. Nein, mein Finishing-Move kann er nicht widerstehen. Mein Finishing-Move ist genauso unwiderstehlich wie mein Charme. Vielleicht aber auch nicht. So, okay, das hätten wir. Oh, schaut mal. Wir können dem da unten nochmal irgendwie einen Pfeil in den Rücken jagen. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Hä? Wollte mich verarschen. Der setzt hier immer zum Finishing Move an. Okay, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall getötet. Keine Ahnung, was da los war, Leute. Ich muss auch meinen Bogen... Oh nein, ich muss meinen Bogen gleich auch mal wieder aufladen. Katria, du stehst mir dezent im Weg. Geh aus dem Weg. Geh... Komm schon, verzieh dich. Geh zurück. Geh zurück. Ich muss hier... Ah! So. Der gute alte Bergziegenmodus hat uns doch noch immer über jede Klippe oder jede Frau gebracht. Und dann gehen wir diesmal wieder unserem Questmarker nach. Was suchen wir nochmal? Diese Schmiede, oder? Ja, ich glaube, die Schmiede suchten wir. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. So, sorry, ich musste gerade mal hier auf mein Handy schauen. Das hat so komisch rumgeblinkt. Hier bin ich abgestürzt. Oh. Kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her. Also hier ist scheinbar dann wirklich das ganze Ding runtergecrashed und... Da ist mein Bogen. Da, auf dem Baumstamm. Ich hatte mich schon gefragt, was damit passiert ist. Ja, doch, das ist doch schon ziemlich tief. Würde mich ja mal interessieren, ob ich diesen Sturz überleben würde. Und soll ich mir jetzt wirklich ihren Bogen schnappen? Ich glaube, den kann ich eh nicht mehr tragen. Ich glaube, danach bin ich dann ziemlich lahm unterwegs. Da liegt ihr Bogen. Oh Gott, das wird doch nie und nimmer halten, oder? Aha. Passt für mich gut darauf auf. So, schauen wir uns mal direkt an, den Bogen. Sei 4. Schießt 40% schneller als ein gewöhnlicher Bogen. Okay. Zeig mal her. Hä? Spannt der jetzt schneller oder was? Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt gar keinen Unterschied gerade. Wenn ich jetzt mal meinen nehme wieder. Könnte sein, dass der ein bisschen schneller spannt. Aber jetzt auch nicht so viel schneller, dass man irgendwie denkt, oh mein Gott, ist das geil! Aber hey. Wir haben ja auch einen ziemlich coolen Bogen, deswegen behalten wir den auch. Der hat mir bisher gute Dienste geleistet, hat uns schon viele Gegner vom Hals gehalten. Und ihnen... Hängemoos brauche ich nicht. Und ihnen den Gar ausgemacht, deswegen werde ich den jetzt sicherlich nicht weggeben. Nein, nein, nein. Das ist ein treuer Weggefährte. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ich kann hier irgendwie dem Hängemoos hochklettern. Nein, kann ich natürlich nicht. So, ach, da hinten ist nur eine Fahne. Ich dachte jetzt... Da kommt uns wieder irgendwas Größeres entgegen. So, jetzt könnte ich aber mal langsam anfangen zu schleichen. Da hinten steht doch jemand, oder? Nee, doch nicht. Was geht denn jetzt schon wieder los bei dir, hä? Oh, hier scheinen die Ruinen jetzt aber schon zu sein. Ey, da hat sie es ja echt weit geschafft. Und kurz vorher hat es sie dann dahin gerafft. Das ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, du ärgerst dich jetzt richtig grün und schwarz. Ah, genau. Hier sind diese Klangdinger. Das ist doch schon mal was. Da hatte sie mir ja eine Zeichnung gegeben, in welcher Reihenfolge man die wohl machen müsste. Und wenn man die in der falschen Reihenfolge macht, dann kriegt man wohl irgendwie auf die Fresse, habe ich gehört. Gut. Keine Gegner, das wundert mich ein bisschen. Normalerweise sind die Falmer doch überall, wo man sie nicht gebrauchen kann. Ja, ich frage mich nur, wie ich da hinten hinkommen kann, wo... dieser Baum so umgestürzt war, so schräg rüber. Gibt's jetzt... Ja, hier kommen doch gleich wieder die Falmer raus, lass mich raten. Na, keine Falmer, die da raus geschossen kommen. Na, okay. Mir soll's recht sein, dann habe ich hier meine Ruhe. Ist generell recht ruhig hier, oder? Was sagt ihr dazu?
für meinen Geschmack ein bisschen zu ruhig. Okay, ich höre mal auf zu schleichen. Und dann schaue ich mir den ganzen Spaß hier aus der Nähe an. Wartet. Wir müssen reden. Oh nein, sie will Schluss machen mit uns, Leute. Wisst ihr, was das ist? Ein Schloss. Ein Klangschloss. Einfach und sehr, sehr tödlich. Seht ihr die Resonatoren dort oben? Schlagt sie in der richtigen Reihenfolge, dann sollten die Türen aufgehen. Wenn ihr einen Fehler macht, nun, ihr habt ja gesehen, was bei mir passiert ist. Ja, du bist aber abgestürzt eigentlich. Ihr meintet das Erdbeben? Ja, ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet. Aber wie kann man sich auf ein verdammtes Erdbeben vorbereiten? Keine Ahnung. Und dann Tisch verstellen. Seht euch um. Wer weiß, was dieses Ding noch alles bereithält. Habt ihr irgendwelche Ratschläge? Also, ihr könntet dort weitermachen, wo ich einst aufhörte. Meine Notizen sollten noch in meinem Tagebuch stehen, falls ihr sie lesen könnt. Nee, ich bin nicht in der Lage. Vielleicht findet sich bei einem unserer Vorgänger ein Hinweis. Ah ja, also du rätst mir jetzt bei den Leichen, die hier gleich so rumliegen werden, nachzuschauen, ob die Hinweise haben. Und selbst bist du nicht auf die Idee gekommen, mal zu schauen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dieses Klangschloss zu aktivieren. Du willst mich doch verarschen. Jetzt hat man auch übrigens hier Pfeile bekommen. Boah, hier liegen ja echt sehr viele Leute, die es schon mal probiert haben. So, der wurde auch erschlagen oder so. Hier war doch eben noch einer, ja, genau, der hier, der aufgespießte Bengel. Ihr könntet euch noch etwas umsehen. Vielleicht weiß einer unserer Vorfahren noch Ort. Okay, wo geht's denn dort lang, Leute? Schaut mal hier. Lasst sie ruhig mal quatschen gerade. Ich will mal eben schauen, was hier los ist. Das sieht mir nämlich ziemlich so aus, als ob hier wieder irgendwie eine Truhe wäre mit irgendwelchen netten Items am Start. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ach, hier können wir dann nachher nur schneller zurück, scheinbar. Okay. So, sie hat irgendwas gelabert gerade schon wieder. Von wegen, probieren geht über studieren. Bla, bla, bla. Okay, also hier können wir nachher dann nur schnell das ganze, die ganze Höhle hier hinter uns lassen. Dann bin ich mal gespannt, ob hier irgendjemand noch... Oh, guck mal, wie viele Pfeile hier sind. Alles Zwergenpfeile. Meine Güte, ey, da kriege ich ja gleich ein Grinsen im Gesicht. Endlich mal ein bisschen Nachschub, was die Munition angeht. Aber ich glaube eigentlich auch nicht, dass die Fallen so stark sind, dass sie uns töten würden. Aber wir können gleich mal hier die anderen Skelette noch... Ah, hier, der Abenteurer sieht mir doch wieder so aus, als ob er ein Pfeil im Po hätte. So, mal schauen. Der hat ein Papierfetzen dabei, den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und dann schaue ich mir den gleich mal ein bisschen genauer an, denn die anderen hatten ja scheinbar keine Notizen oder Bücher bei sich. Also, Objekte, Bücher, und dann müssen wir einmal den Papierfetzen uns ein bisschen genauer anschauen. Papierfetzen. Ah ja, also 2 und 3 hat er markiert. Und sie hatte, glaube ich, 1 als unten links markiert, soweit ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Wir könnten ja nochmal eben schauen. Katrias Tagebuch. So, komm, gehen wir mal weiter. Also 1, 2, 3 ist oben links. Dann ist 4 bestimmt rechts und 5 unten. Das wäre doch ein schönes Muster. Ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Also da 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das ist ein schönes Muster meiner Meinung nach. Mal schauen, ob wir da recht haben. Also 1... Na komm, den letzten muss ich auch noch treffen. Ist doch nicht so schwer. Sag mal, gibt's doch nicht. Komm schon. Ich habe es. Du hast es? Katria? Hallo? Hallo? Was geht denn mit der? Ich habe das Rätsel gelöst und sie will jetzt hier den Ruhm dafür ernten. Ich würde mal sagen, das kann sie vergessen, Leute. Der Ruhm, der gehört uns. Allerdings werden wir dann erst in der nächsten Folge schnappen und deshalb würde ich mal sagen, macht ihr euch noch einen schönen Tag.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.